Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Life is Feudal, Your Own mit Dragodor, und wir schleppen hier gerade einen Kiefernbaumstamm zu unserer kleinen Siedlung, unserem Häuschen. Und ja, sind dann gleich da auch. Das Besondere, diesen Kiefernbaum, das ist ein Weichholzbaum. Und das ist ein 93er von der Qualität her. Also von dem her gar nicht so schlecht. Können wir gleich mal hier hinlegen. Geht dann das Inventar immer auf. Das ist ja doof. Mal schauen, dass wir hier den da positionieren, wo wir hinlegen wollen. Und dann, jawohl. Dann liegt er auch schon. Genau, wir haben nämlich jetzt hier endlich unsere Nägel fertig. In der letzten Folge haben wir begonnen, die Nägel herzustellen. Und ich habe dann auch schon damit begonnen, da hinten den Beobachtungsturm, das Holz und so weiter alles herzurichten. Jetzt können wir hier erstmal die fehlenden Nägel hier für unseren zweiten Hühnerstall bearbeiten. Dass wir den zweiten Hühnerstall bekommen. Juhu! Können wir nämlich einen Stall machen mit Hasen und einen Stall mit Hühnern. Und unsere Animal Lore dann hochskillen. Jawohl, hier haben wir unsere zwei Ställe. Wunderbar. Dann haben wir auch noch, ich habe noch ein bisschen Wild Plant Fibers gesammelt. Also Pflanzenfasern für eine weitere Falle. Die können wir auch gleich bauen. Dann haben wir hier schon eben, ich weiß gar nicht mehr, die vierte, fünfte oder so. Weil wir müssen ja natürlich erstmal Hühner und so weiter fangen. Obwohl hier schon was gackert, haben wir noch überhaupt keine Tierchen. Die müssen wir erst eben fangen. Und hier haben wir jetzt schon 1, 2, 3. Können wir hier vielleicht noch eine reinsetzen. So. Und wobei, hier ist schon was, hier haben wir schon was gefangen, das ist ja nice. Moment, hier Set Snare war das, ne? Genau. So, dann platzieren wir das Ding hier gleich mal. Genau, und hier scheint schon was drin zu sein, oder? Deployed. Check a Snare. Dann machen wir doch das mal. Unser erstes Hühnchen. Ja, wie cool. You have received one hare. Ein Hasen haben wir. Siehst du? Ist ja nice. Wir haben einen Hasen. So, und die Falle ist dann weg, so wie ich das sehe, ne? Genau. Das heißt, man muss dann immer wieder eine neue machen. Okay, kein Problem. Und dann können wir schon mal unseren ersten Hasen, setzen wir mal hier rein, in Animal Lore Manage. Machen wir hier mal auf. Dann müssen wir den wahrscheinlich hier reinsetzen, nehme ich an. Genau, jetzt haben wir hier Type. Ja, das ist ein Hase. Age. Und Quality. Und ich denke mal, wir müssen da auch ein bisschen den füttern dann. Setzen wir hier mal ein paar Äpfel rein. Und Food Container. Genau. Breeding Pens. Ja, müssen wir mal schauen. Ich habe ja auch noch keine Ahnung, wie das dann funktioniert. Slaughter, da können wir ihn schlachten. Aber der soll sich ja erstmal, die sollen sich ja dann erstmal vermehren. Klar, ein Hase wird sich nicht vermehren, aber mit der Zeit kriegen wir ja dann mehr Hasen und Hühner. Und hier sind unsere anderen Fallen. 1, 2, 3, 4. Genau. Ja, und dann wollte ich eben auch da hinten noch unseren Aussichtsturm weiterbauen. Habe hier schon die zwei Bäume gefällt, die dicken, und wieder neue Setzlinge gepflanzt. Und ja, war hier weiter am Bauen. Wie gesagt, also hier Bretter haben wir und die Baumstämme. Allerdings ist mir dann die Säge kaputt gegangen. Die hat man dann plötzlich nämlich hier im Inventar. Na, mit den Fenstern, das muss ich dann auch noch ein bisschen. Und hier ist die Durability auf 0. Das heißt, die Säge, die kann ich nicht mehr verwenden. Die ist kaputt, die ist defekt, die ist weg. So. Das heißt, die kann man eigentlich wegschmeißen. Ich glaube, die kann man einfach am Boden hinlegen und irgendwann verschwindet die dann auch. Genau. Und wir brauchen allerdings noch
die Säge, dass wir hier halt noch ein paar Bretter verarbeiten können. Und ich will noch nicht nochmal eine primitive Säge machen, sondern dann machen wir uns gleich eine bessere Säge. Und dazu brauchen wir noch das Messer. Das habe ich, glaube ich, im Schrank drin. Da schauen wir jetzt auch gleich. Ne, nicht Inspect, sondern Open. So, und hier haben wir ein Messer. Genau, Primitive Knife ist das noch. Das andere ist das Kirschner Messer, also das Skinning Knife. Das hat uns ja der Indie geschenkt. Aber wir brauchen hier ein normales Messer. Und dann, glaube ich, können wir nämlich hier aus dem Softwood Tree Log, also das ist eine Kiefer, wie gesagt, können wir hier normalerweise... Ja, jetzt ist die Frage. Eigentlich ein Holzstiel. Craft. Carpentry. Craft. Hier. Handle. Da braucht man eine Billet erst. Okay. Also. Achso, Moment. Die Billet müssen wir aber raussägen. Das ist ja fies. Okay, das heißt, wir brauchen doch nochmal eine primitive Säge. Dass wir eine Billet. Oh, Moment mal. Wir haben da noch Billets drin, glaube ich, irgendwo. Softwood Billet. Hier. Genau. Craft. Und einen Stiel. Genau, wir müssen einen Stiel craften. Und mit diesem Stiel. Hier. So viel brauchen wir nicht. Einer reicht. So. Mit diesem Stiel können wir dann hier an der am Forging Anvil jemand anschmeißen und dann hier ein Metal Tool craften. Und zwar eine Säge. Dazu brauchen wir Bars. Die haben wir schon. 3 Stück brauchen wir. 4 haben wir. Und ein Stiel. Ja, wir brauchen 2 Stiele. Toll. Also nochmal ausmachen. Das muss man halt alles wissen. Oh. So, wir gehen nochmal zurück. Nee, brauchen wir nicht. Wir haben ja hier das Messer. Also wir machen hier das Messer nochmal. Craften uns einen zweiten Stiel. So. Ja, der ist jetzt wohl qualitativ, naja, 60. Geht. So, einen dritten. Brauchen wir einen dritten auch? Ich weiß nicht. So, jetzt haben wir die Stiele, jetzt können wir hier anschmeißen. Und dann craften wir uns eine Säge. Genau, den Hammer haben wir ja noch dran. Den Hammer haben wir ja noch dran, genau. So. Dann können wir hier wieder ausmachen. Manage Smelting Tool. Extinguish. So, und hier ist unsere neue Säge. Sehr schön. Damit machen wir uns jetzt auf. Die legen wir auch da hinten gleich an. Eine Schaufel können wir uns bei Gelegenheit auch mal herstellen. So, die Säge liegt an. Jawohl, und dann können wir den Baumstamm da weiter bearbeiten und uns hier ein paar Boards raussägen. Die sollte dann hoffentlich länger halten. Schauen wir mal, was die Durability hat. 104, naja, geht schon. Die Schaufel wird auch nicht ewig halten. Das ist, glaube ich, eh schon meine zweite. Und dann haben wir hier noch, ja, die anderen Werkzeuge. Müssen wir halt bei Gelegenheit erneuern. So, 3 Bretter kriegen wir raus, bevor uns die Puste ausgeht. Und dann legen wir die Bretter gleich rein und die 300 Nägel, die können wir auch gleich verarbeiten. Dann brauchen wir nämlich nur noch 7 Bretter. Und dann haben wir unseren Turm. So. Und die 7 Bretter, die kriegen wir auch noch. So. Genau, hier habe ich auch noch einen Baum gefällt, eine Eiche.
Da können wir noch einen Setzling pflanzen dann, dass das wieder schön nachwächst. Genau, dann sollten 2 Bretter, 7 brauchen wir, ne? Dann sägen wir noch weiter. Dann kriegen wir uns zwischendurch wieder die Puste aus. You need to catch your breath to perform that action. Da sehen wir auch, da geht die Ausdauer ganz schön runter beim Sägen. Das ist anstrengend. So, haben wir wieder kurz Pause. Können wir einen Apfel essen in der Zwischenzeit. Weil wir haben auch nur noch 21 Energie. Müssen wir alles im Auge behalten. 45 und nochmal ein Apfel und dann bestimmt 60 oder so. Mal gucken. 69. Dann geht nur einer. So. Dann können wir 92. Sehr schön. Dann können wir hier noch 3 Bretter brauchen wir noch. 5 haben wir. Und noch 2. 6. Und das letzte Brett. Und dann haben wir gleich unseren Turm. So. Genau, und jetzt haben wir hier ja auch die, die Bäume ein bisschen weggefällt. Müssen wir dann draußen die Bäume, die vor der Palisade sind, eventuell noch beiseite räumen oder fällen, dass wir dann auch eine entsprechend gute Sicht haben. So, er hat noch nicht alles verarbeitet scheinbar. 76 Nägel sind es noch, die er noch verarbeiten muss. Das machen wir jetzt. Und dann sollte eigentlich gleich unser erster Scout Tower, Wooden Scout Tower, der hölzerne Beobachtungsturm stehen. Jawohl! Und hier ist er schon. Und ragt nach oben in die Bäume. Können wir mal hochgehen. So. Ja, da haben wir jetzt natürlich noch nicht so viel aus... Moment, geht's da nochmal hoch? Nee. Noch nicht so viel Aussicht, eben wegen den ganzen Bäumen. Aber die sind ja, die bleiben ja nicht hier. Können wir eigentlich auch mal in die Ego-Perspektive schalten. Genau, dann sieht man hier auch ein bisschen über die Palisaden hinweg. Ja, da sind jetzt natürlich die Bäume im Weg, das ist schon klar. Aber die bleiben ja nicht. So, hier können wir auf der Etage... Können wir auch schon über die Palisade drüber gucken. Und wenn uns dann irgendwie mal Bären oder so angreifen, dann sind wir da ein bisschen geschützter. So. Dann haben wir hier diese Kiefer. Das ist wie gesagt der 93er Kiefer. Ich habe da auch schon Setzlinge mitgenommen, 5 Stück. Das heißt, die werden wir hier irgendwo pflanzen. Die können wir eigentlich da hinten, Moment. Da müsste ja noch Waldboden sein. Dann pflanzen wir die gleich da hinten. Weil wir brauchen nämlich auch Weichholz, natürlich. Hier ist Waldboden, glaube ich. Hier war zumindest die andere Eiche gestanden. Und dann pflanzen wir Pine Tree ist es. Da haben wir eben 5. Dann müssen wir jetzt einen davon setzen, genau. Genau. Und wie gesagt, wir brauchen ja auch Weichholz. Und zwar wollen wir ja auch eine Gerbwanne herstellen. Und dafür brauchen wir auch Weichholz. Und zwar brauchen wir da auch die Weichholzbretter, also Softwood Boards. Die können wir gleich rausschneiden da am besten. So, die schauen nämlich dann so aus. Softwood Board, genau. Qualität 92. Genau. Und dann können wir... Ich glaube 10 Stück brauchen wir dazu. Und ein Metallband. Für das Metallband wiederum brauchen wir 4 Eisenplatten. So. 10 Softboards. Ja, 2 noch. Und dann werden wir nochmal
ein paar Eisenplatten herstellen. Jetzt sind wir überladen. Schade, schade. Dann lagern wir die mal zwischen. Können wir ja da in die Kiste normalerweise reinpacken. Die Bretter. 9 Stück. Nee, geht nicht. So klein. Dann müssen wir die in den Schrank stellen, glaube ich. Das muss gehen. Da passt es rein, jawohl. Genau, dann haben wir die Bretter im Schrank. Und ja, Eisenbarren. Müssen wir mal ganz schnell gucken. So, 8 Stück brauchen wir dafür. Dann legen wir hier mal, was haben wir denn, 22, 14. Ja, die legen wir jetzt da rein. Und heizen das Ganze an. Und schmelzen die. Also 8 Stück brauchen wir für eine Platte. Wir brauchen 4 Platten für ein Metallband. Eine Platte haben wir schon, 3 Platten brauchen wir noch. 3x8, 24 würden ausreichen. Das heißt, wir können da 12 nochmal rausnehmen. Genau, dann können wir daraus 3 Platten schmelzen und aus den 4 Platten dann ein Metallband. So. Wird jetzt eh eine Weile dauern. In der Zwischenzeit. Können wir hier nochmal schauen, ob wir weitere Tierchen haben? Nein. Hier ist wieder eins. Ja, ist doch schön. Check a snare. Da müssen wir noch weitere Fallen auf jeden Fall bauen. Jetzt haben wir ein Chicken. You received a chicken. Jawohl. Na dann schauen wir hier mal beim Manage. Genau, der ist leer. Dann setzen wir hier den Chicken rein. Den Chicken rein. Und ja, legen wir noch ein paar Äpfel dazu. Genau, Alter 2, Quality. Wunderbar. Unser erstes Hühnchen und hier ist unser erster Hase. Manage. Die Äpfel, die reichen wohl eine Weile. Genau. Hier ist das Düngometer. Wenn das über 20 ist, dann kann man ausmisten. Und den Mist wiederum, den braucht man dann zum Düngen für, ja, für die Landwirtschaft eben. So. Dann haben wir hier noch einen Baumstamm. Hier ist noch unser. Hier ist auch noch ein Baumstamm, genau. Wir können hier einstweilen unsere Palisaden weiterbauen. Ich schau mal schnell. Platzmäßig müsste es passen. Ja. Und zwar brauchen wir da noch ein paar Building Logs. Das können wir währenddessen hier noch mit unserer neuen Säge jetzt gleich heraussägen. Und die Palisade weiterbauen. Weil, glaube ich, können wir nur tragen, weil wir hier sind hier schon 237. Ja, genau. Dann laufen wir hier mal hinter. Und hier geht es weiter mit unseren Palisaden. Hier ist die Ecke. Na. Genau, Palisaden, Wall. 2 sind schon drin. Die 2 verarbeiten wir noch. Und dann werden wir eben hier die Palisade da entlang der Grenze weiterbauen. So, einen brauchen wir hier noch. Sägen wir noch einen Stamm raus. Und genau, wir müssen dann auch unsere Skills weiter hoch. Gerade jetzt der Animal Lore, der wird eben dann den müssen wir eben hoch skillen.
können kleine Tiere fangen und sie in dem Hühnerstall platzieren und den Stall sauber machen. Coop, Barn und Stables, also das ist dann Scheune und Stall. Genau. Und dann, genau, müssen wir das alles schön hochskillen. Unsere zwei Ställe, Hasen und Hühner. So, und hier kommt noch eine Palisade her. Ein Stamm reicht dazu. Und wir können auch, wie gesagt, Weichholzbäume haben wir jetzt auch hier. Die Kiefer können wir dann auch noch weitere setzen. Hier ist unsere Palisade, genau, sehr schön. Und hier noch eine weitere. Müssen wir noch schauen, wie wir hier genau, wie wir hier dann weiterbauen. Ich wollte eben hier immer ein Feld freilassen. Entschuldigung. Dass wir hier, ja, dahinter, hier können wir das planieren. Und Flatten Ground. Und eine weitere Palisade dann setzen. Und wenn wir hier so eine Ecke haben, mal schauen, dass wir hier vielleicht auch wieder so einen Beobachtungsturm hier setzen. Können wir ja mal gucken, wie das uns dann platzmäßig ausreicht oder eben passt. So, so setzen wir die. Hier kann man es so drehen. Genau, hier setzen wir die Palisade. Und dann können wir nämlich gleich den einen Building Lock, den wir hier haben, vielleicht da noch rein verarbeiten. So. Genau, dann checke ich noch hinten am Furnace schnell, wie es ausschaut mit der Temperatur, dass wir hier unsere Barren herstellen können. So. So. Die müssen wir nämlich dann, ja, dauert noch eine Weile, dann können wir die melten und dann ist eben das Ziel, dass wir hier erstmal vier Barren haben und die können wir dann in der nächsten Folge verarbeiten zum Metallband und zusammen mit den Weichholzbrettern zu einem Tanning Tub, also einer Gerbwanne herstellen oder verarbeiten. Die brauchen wir dann auch. Und ja, das wird allerdings hier noch eine Weile dauern. Und deswegen bedanke ich mich hier an dieser Stelle schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut hier auf unserer kleinen Lichtung mit unserer kleinen, ja, Siedlung und wie es hier weitergeht. Mal schauen, bin selbst gespannt und freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dann, ciao, servus, euer Drago.